Und alles das, was die Sonne berührt, Simba, wird eines Tages dir gehören. Das gehört jetzt schon mir. Aber ich heiße gar nicht Simba. Ach stimmt, falscher Film. Genau. Willkommen zurück bei Starbound. Juhu. Schau dir unser Feld an. Ja. Ist schon imposant, ne? Ja. Hätten wir jetzt den Energy Dash, dann... Wir können uns irgendwann mal eine Sky-Räder lang bauen. Das, ja. Ja, wir wollten, auf Minentour gehen, ne? Genau. So, das machen wir mit deinem Schiff, ne? Ich würde sagen, bis jetzt sind wir immer mit meinem Schiff rumgeflogen. Ja. Ich hau mir noch mal ein bisschen Tiger in den Tank. Hast du noch ein bisschen Kohle über? Eieieiei, da schau ich mal. Ansonsten wird nämlich bald eng. Kommt nur mal hier so ein kleiner drauf. 200 haben wir. Oh, das könnte knapp werden. Erster Planet muss sitzen, Mamo. Ja, ich habe auch noch so 70. Irgendein bevorzugtes Biom? Nö. Mach mal Forest. Mach mal Forest. Oh, also. Hier sind viele Planeten. Und ein Savannenplanet ist hier auch. Ein relativ kleiner. Wollen wir mal Savanne uns angucken? Können wir tun, ja. Das ist relativ winzig, aber dafür sind in den System massig Planeten. Also auch schon direkt in den System drin. Also. Das ist gut. Genau. Och, ja, wie schön Karl mein Schiff ist. Karl? Karl. Karl! Ja. Ich habe hier auch noch ein Gehirn in meiner Tasche rumliegen. Ein gutes? Ja. Zwei Stück müsstest du sogar haben. Nö, ich hab nur eins. Aber ich hab doch meins. Weil ich mein eigenes nicht mitzähle. Du meinst das, wo der Schimmel schon einen riesigen Auswuchs macht? Ja. So. Ich kapere das Schiff. Dach. Du und kapern. So. Wollen wir runter hier. Zoom. Ui, Dornbüsche. Und direkt anfangen zu buddeln hier. Ich fäll erstmal hier den ersten Baum. Einfach, wo es kann. Und hier ist ein bisschen Kohle. Ja, die Gegner hier könnten tatsächlich eine Spur hart sein. Meinst du? Der ist auf jeden Fall lieb. Das ist schon mal viel wert. Der Ochse da, der nicht. Ochse? Oh. Hat so ein bisschen ein Kuhgesicht. Ah ja. Und bringt ganze 10 Pixel. Außerdem gibt's hier... Titanium. Titanium und es gibt hier Giftpfützen. Ja. Wo bist du jetzt eigentlich schon wieder hin? Ich bin nach links gegangen. Ja? Ich sehe das schon. Wir brauchen auch dringend vorher noch Gold. Wir brauchen Gold, wir brauchen Kohle, wir brauchen... Eigentlich brauchen wir alles. Oh, hier ist sogar schon Höheneingang. Na Spurgold. Dass hier natürlich so viel Gift ist, nervt ein bisschen. Ja, Gott. Wo ist denn jetzt der ganze Dreck, den ich aufgesammelt habe? Boah. Was ist denn los? Dass hier so viel Gift ist, das nervt natürlich. Ja, sag ich doch. Ja, Gott, aber... Ganz ehrlich, das macht jetzt 3 Schaden und es bewegt sich fast nichts. Ach, da unten bist du rein. Ja, muss ja trotzdem nicht sein. Die armen Viecher verrecken doch. Oh! Ach so, übrigens, da ist eine riesen Giftpfütze.
Ja, ich hab da gerade Deepsee-Diving und so. Deepsee-Diving. Deepsee-Diving. Jetzt hast du die 14 Grad. Ja. Hätte ich gleich die zumachen brauchen. Deswegen ist alles schön versickert. Soll ich dich da rausholen? Platinum. Kohle. Ja, geht doch ganz gut hier im KW. Ja, die Sandstone ist auch eigentlich ganz gnädig, sag ich mal. Ja. Oh, halt, halt. Oh. Ist doch nichts. Hier ist sogar ein relativ vernünftiges Wasser. Wo? Zugehörig. So, und jetzt sind wir ja schon wieder tief unter der Erde. Das ist doch super. Andere Earth. Andere Earth. Oh, es regnet Viecher. Alter. 110 Pixel bringt er. Weiß ich doch. Asche. Das geht natürlich auch gut. Aber wo Asche ist, ist auch. Ne? Ja, die sehen wir aber, die Lava. Ja, ich weiß. Ich wollte es nur mal sagen, ne? Bevor es heißt, jetzt haben wir es gesagt. Oh, und Bone Blocks. Und Scheißviecher. Ja, geil. Das furzt. Du furzt. Nee, das ist. Jetzt schiebt das nicht auf das Tier. Ja, doch. Gut, Titanium. Was cool wäre, wenn die Viecher teilweise Rohstoffe fallen lassen würden, nicht nur Pixel. Warum? Warum sollten sie das tun? Weiß nicht, wenn sie das fressen? Wie frisst dann Rohstoffe? Tiere? Welche? Ja, hier so ein hässlicher hier zum Beispiel. Ich glaube nicht. Asche! Zu Asche! Kopper ohne Ende. Sie könnten uns irgendwann noch eine zweite Raffinerie bauen. Pixelpresse, denkst du? Ja, so Raffinerie, ne? Warum? Warum nicht? Diamant. Den nehme ich doch mit. Und überall mittendrin mal so ein bisschen Bodenblocks. Ja, hier links geht's richtig ab damit. Ja, hier rechts, wo ich bin, sind immer nur so kleine. Ja, komm mal hier rüber. Nö. Ich mag hier meine rechte Seite mit der Asche und den Bodenblocks und dem riesigen Sand, den ich jetzt hier hab. Platinum gab es keine Rüstung, ne? Ich glaub nicht, nein. Außerdem klingt's bei mir nach Oberfläche. Ich will zwar nicht oberflächlich klingen, aber hier klingt es nach Oberfläche. Oh mein Gott, war der schlecht. Ja. Aber das Schöne ist, es ist dir nicht mal peinlich. Warum auch? Mir ist in der Regel relativ wenig peinlich. Das merkt man. Muss auch Vorteile haben. Also Titanium findet man hier auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Deswegen sind wir hier. Ja, nicht nur deswegen. Oh, wir wollten allgemein jetzt Rohstoffe mitkriegen. Was ist los? Hier sind erstens so Pharaonenviecher. Pharaonenviecher? Ja, der hat so einen Vulkan auf dem Rücken und irgendwie ein Schild an der Plate als... Kennst du diese Tutanchamun-Hüte? Ja. So ein Ding halt. Ah, ja, okay. Und ist orange und blau. Auch so blau ist er auch. Hübsch, ne? Oh ja, hier ist Titanium. Das ist gut. Ich bin gerade schwimmen gegangen. Oh, Titanium. Nehmen wir auch gleich mal mit.
Titanium, Titanium. So. Wir gehen auch Asche, nach Sa- Asche, Asche und Gold. Diamanten ohne Ende. Ja, Mensch. Tatsächlich Diamanten ohne Ende. Aber auch Titanium. Der Planet hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ja. So. Was? Ja, ich, jetzt habe ich hier auch so ein Tutanchamun-Vieh gefunden. Die sind übrigens auch böse. Die sind übrigens auch böse. Ich lasse den jetzt mal da unten ein bisschen rumhüpfen und ignoriere den jetzt einfach mal ein bisschen. Oh, der hopst. Warum hopst der? Soll nicht hopsen. Ist er ein Hopster? Ja, okay, mich hat zerrupft. Was? Auf und? Einmal waren da drei, zwei Stück davon und noch ein anderes Vieh. Und dafür bin ich dann tatsächlich nicht ausgebildet. Ja, dann mach du dir doch schon mal Rüstung. Warum? Also die Goldrüstung, für einen haben wir ja genug Ressourcen da. Außerdem ist es schon wieder Nacht hier. Dann mach dir doch schon mal die Goldrüstung. Nein. Ich meine, ich kann ja hier auf mich aufpassen. Ja, ich kann prinzipiell auch auf mich aufpassen. Das Problem ist halt nur, wo ist unser Höhleneingang? Da. Ja, tschüss, ihr Wichser. Hey, es könnten Kinder zuhören. Ja, das war ja nicht unser Höhleneingang. Was machst du denn da? Weiß nicht, da hing halt eine Fackel am Eingang. Und da hier noch eine riesen Goldader ist, unangetastet, muss ich sagen, ich glaube, du warst hier. Ja, baue ich hier mal weiter aus. Schade, dabei hatte ich da oben gerade Diamanten. Wo ich gerade verreckt bin. Na egal. Ich werde schon noch genug Diamanten finden. Ja, Diamanten braucht man ja auch wirklich hinterher, nur noch um Geld zu haben. Ja, aber darum geht's uns ja auch irgendwo. Sonst würden wir das Ganze ja nicht machen. Was? Du spielst nur das Geld deswegen? Ja. Aber wir haben doch noch nicht mal die Werbung aktiviert. Ach, zähl nicht. Ich schon. Ich mach das Ganze unterschwellig. Ich schneide das dann immer so rein. Als einzelne Frames. Das sind aber nicht Google Ads. Nun und? Ach ja, ich bohre ein Loch, ich bohre ein Loch. Du hast den Bohrer gekauft? Nein. Oh. Ich hätte gerne... Oh, hallo Kies. Mit Kiesdiamanten drin. Ja, ich habe hier nur Knochen und Asche. Knochen und Asche. Einen komisch extra harten Cobblestone. Du bist in der Unterwelt gelandet, sagst du also. Ja, das ist mein Limbo hier. Oh. Dafür ist straight down eine ganze Menge an Rohstoffen. So. Immer so genau drunter. Du siehst nicht cool aus. Aber echt ein merkwürdiges Biom. Die sieht auch nicht cool aus. Scheiße, wo bin ich hier jetzt gelandet? Ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin, aber ich habe die Befürchtung, dass ich gleich wieder tot bin. Noch siehst du ganz frisch aus. Ja, ich weiß. Gold. Ich weiß, ich sehe halt nur überall Gegner, so nach dem Motto. Und versuche mich da irgendwie durchzuschlawinern. So wie du. Dann gibst du es zu. Das wissen auch alle. In Wahrheit sitzt du eigentlich nur in irgendeiner Ecke und machst gar nichts und freust dich darum,
dass ich hier die ganzen Rohstoffe sammle. Genau. Abgerechnet wird zum Schluss, Freundchen. Ja. Also, wenn ich mich recht entsinne, an unsere vergangenen Sessions hatte ich eigentlich immer mehr Rohstoffe in der Tasche als du. Wenn wir nebeneinander gehen, dann ist das auch so. Ja. Das kann gut sein. Platin. Bringt auch gut Kohle. Ja, und man braucht es auch nicht so viel. Okay. Oh, mir gehen gleich die Fackeln aus. Oh, ich habe auch nur noch 17. Ich habe nur noch 4. Da ich ja wesentlich mehr Tunnel brauche, baue als du und mehr Rohstoffe sammle, brauche ich auch mehr Fackeln. Also nehme ich deine 4 und sage Kontra. Hä? Reh. Bock. Schweinchen. Was? Schweinchen? Ja. Ich kann keinen Poker. Genau. Scheiße, ist schon wieder so ein Tutenscher Mundvieh. So. Ich glaube, diese Horrorschicht ist jetzt hier ein bisschen vorbei. Ich schiffe da aus rum. Ich ignoriere das Ding jetzt einfach mal. Nein, noch eins. Lass mich in Ruhe. Nein. Bin geplatzt. Sag mal. Ja? Wie viel Pixel hast du bei der ganzen Aktion verloren? Keine. Bist du arm? Nein. Weiß nicht, wie viel Pixel ich verloren habe. Wie viel hast du denn jetzt? 239. War gut, dann ist das nicht so viel gewesen, was du vorher hattest. Das sag ich doch. So, nee, ich baue mir jetzt tatsächlich mal die Goldrüstung. Ja. Einfach weil es kann. Ja, mach. Ich sitze hier in meinem kleinen Löchlein und mache nichts, deswegen brauche ich keine Rüstung. Ja, siehst du, sag ich doch. Genau. So, Gold Creeps. Falls du noch Sachen über hast, ne? Bring mit. Wie Sachen über? Ja. Wenn du schon Gold gesammelt hast, vielleicht reicht das ja sogar. Dann brauche ich zwei. Das ist Quatsch, das mitzubringen. Ich finde dich nie wieder auf dem Planeten. Ich bin relativ gerade runter. Aber keiner weiß wo. Folge den Fackeln. Genau. Ich habe eben eine Fackel gefolgt und eine Goldader gefunden, eine unangetastete. Oh! Der Sauhund. Keine Warnung, aber auf einmal, wenn ich dann an ihn ranhüpfe, weil ich denke, oh. Meinst du? Bitte? Meinst du? Was denn? Meinst du? Was denn? Weiß ich nicht. Ist das jetzt irgendein hier Mindspiel von dir? Ja. Smelt. Da kann ich ja noch ein bisschen Gold einschmelzen, wenn ich schon hier bin, ja, ne? Ich bin der Killer. Ja, sieht ja nicht danach aus. Und? Er sieht schlimmer aus. Yes! Was ist denn los? Ich hab Hunger. Super. Weißt du, was das heißt? Ich kann mir einen Burger reinhauen, dann heile ich gleichzeitig. Geil. Ich bin der Killer. Oh! Alter, wo kommst du denn her? Sag mal, wo kommst du denn her? Du Spacko? Hä?
Hier so ein prähistorischer Biber mit Säbelzähnen und so. Ein Säbelzahnbiber. Schnabeltier. Ich, du, wir, ihr, Schnabeltier. Flump, flump. So, wo haben wir das Ding? Da haben wir das. Bist du denn auch irgendwann mal wieder auf dem Planeten hier? Nö, wozu? Hast du deine Goldrüstung, ne? Eben. Und die Titanrüstung auch direkt? Nö, tatsächlich nicht. Wo hab ich mir jetzt die Brustplatte gelassen? Da. Nee, also für Titanus und so viel Titan habe ich dann doch tatsächlich auch nicht. Ich habe gerade mal 32 Titaniumbarren. 32 Titaniumbarren? Ja. Gut, ich habe 175 Titaniumohr. Siehste? Yeah! Was ist los? Daraus werden jetzt über 200. Bist du dir sicher? Ziemlich. Warum? Weil diese Ader verdammt groß ist. Größer als deine Mutter. Siehst du, meine Mutter ist auch relativ klein. Und da ist ein lila Säbelzahn Dachs. Wow! Nein! Ich will doch das Titan! Hau ab! Na, stirbst du mal wieder? Sagt Mister, ich bin schon zweimal auf dem Planeten gestorben. Ja. Und womit? Ja, mit einem Vorhandensein von Nicht-Können. Naja. Das ist ein bisschen anders. So, wo kann ich denn jetzt hier mal lang? Du musst relativ gerade nach links. Nö, will ich ja gerade nicht. Hast ist ja nichts also, zu finden. Hast mir also nichts gemacht. Nö. Kameradenschein, ey. Ja. Warum auch? Ganz ehrlich. Oh, da ist nochmal so ein Säbelzahnbiber. Ich müsste mir erstmal ein paar Fackeln machen. Wirklich viele sind es jetzt auch nicht geworden, scheiße. So, Torches. Ja, der feine Herr muss sich also auch Fackeln machen. Ja, ich habe wenigstens die Ressourcen dazu. Ich auch. Und die körperliche Kraft. Körperliche Kraft zum Fackeln machen? Ja. Ey, jetzt ist hier schon wieder so ein scheiß Tutanchamun-Vieh. Ja. Komm mit mir schwimmen, du scheiß Biber. So. Alter, ey. Und noch so ein Dachs hinterher. Ich sehe ihn nicht. Es ist stockdunkel hier und ich sehe ihn einfach nicht. Ah. Worauf habe ich mich denn hier schon wieder eingelassen? Also über die Elektroknarre, da lachen die auch nur müde. Ja. Hier ist alles knüppelhart an Fels. So, komm her.
Yes. Was ist da los? Hä? Was ist da los? Ich habe Kies gefunden. Geil. Und Diamanten. Also um Kies beneide ich dich hier irgendwo. Eigentlich will ich da gar nicht runter. Ey, da sind zwei von diesen Viechern schon wieder. Ja, Mamo, was ist denn da los? Ja, die nerven. Mach doch mal was dagegen. Warum? Ich buddel mich jetzt hier zu der Kohle und alle sind glücklich. Ja, und das ist so komisch, aber weiß ich, was das für ein Henkelvieh ist. Diese blauen. Henkelviecher sind auch wieder da. Ja. Ich trau mich nicht so ganz an den Kies ran. Warum? Ja, wer weiß, was da so runterkommt. Also ich habe den von unten entdeckt, ne? Dazu also, gesagt. Das ist super. Alter. Ich sehe drei Viecher. Direkt in meiner Laufbahn. In deiner Karriere? Ja, ist doch nervig, ist das. Ist doch echt nervig. Oh. Vier Viecher. Werden immer mehr. Fünf Viecher. Ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Na, machen wir mal hinten dran ein bisschen zu. Oh, ein Pharao. Lege ich mich mit dem an, oder? Na, lege ich mich ruhig mit dem an. Was macht der Witziges? Weiß nicht. Hast du gegen den noch nicht gekämpft? Hast du immer umschifft, ne? Nö. Ups. Hossa. Der kann was. Dass der mich schon zweimal gefickt hat, habe ich dir erzählt, ne? So. Du hast natürlich die Goldbarren mitgenommen, ne? Nö. Die habe ich in der Kiste gelassen. Hat er dich auch zerrissen, oder wie? Ja. Jo. Müsste ich eine Kiste gelassen haben. Schmelten wir nochmal meine 100 Golderz ein. Und die 215 Titanium. Derweil gehe ich mal aufs Plums Klo. Ja, nix drin. So ein Pech aber auch. Knochen. Ja, Mamo. Ja, was ist da los? Weiß nicht, ich sehe hier die Viecher, die hier bei mir um die Ecke stehen. Das sind ja doch schon eine ganze Menge. Unter anderem halt zwei von diesen Pharao-Vulkan-Viechern. Und dafür gibt's ja auch ordentlich Titanium. Aha. Bin aber jetzt schon wieder in so einer perversen Koppelschicht. Kennst du, ne? Kennst du. Ja, dieses dunkelbraune Kobbel da, ne? Boah! Boah, was? Die Titanium-Rüstung kostet mal eben insgesamt
2650 Pixel. Hm. Muss jetzt auch mal auf Ressourcentour gehen. Dann mache ich schon mal hier. Kopper brauchen wir ja nicht mehr. Oh, das sind 800 Pixel in der. Ja, ich hätte vorhin ein bisschen Kopper reingeschmissen. Ey, sag bloß, du greifst mich an. Ach ne, es war nur ein Zacken. Ohohoho, Mister. Was ist los? Das ist mein Haus. Ey, die Viecher wandern hier, wie sie wollen, ne? Ja. Schweine. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, was die irgendwie auch vom Spawn, zurückhält. Falls es überhaupt eine Möglichkeit gibt. Platinum brauchten wir nur noch für einen Bohrer, ne? Ich weiß es nicht. Ich würde das Erz dann direkt so verschmelzen vom Platinum, weil es einfach mehr Knete bringt. Ach ja. In unraffinierter Form. Ja, du bist aber raffiniert. So, was haben wir denn hier Schönes? Titanium. Und Jolt ohne Ende. Jolt. Jolt? Jolt. Wort? Volt. Neun Volt. 90.000. Nein, das ist zu viel. 70.000. Ein Ticken zu viel noch. Aber ansonsten, ja, kommt schon hin. Noch mehr Gold. Noch sehr viel mehr Gold tatsächlich. Die ist übrigens auch bewusst, dass hier die Zeit und so, ne? Ja, dann komm doch mal zur Heimatbasis. Aber ich bin hier gerade so schön in einer dicken Goldmine. Also Gold brauchen wir keins mehr. Doch, für Geld. Ja. Wir haben ja noch genug Silber. Ja, wie gesagt, ich würde schon ganz gerne ein bisschen was auf der hohen Kante haben. Wir müssen ja nicht von kurz auf knapp leben. Also ich baue mir jetzt auf jeden Fall schon mal die Titaniumrüstung. Dann baue ich schon mal die Titaniumrüstung. Ich sammle hier erstmal Gold ein. So, Goldrüstung komplett überspringen. Craft. Zack. Bam. Dim, dim, dim. Komm doch lieber zu mir. Ja, ich pack mal dann noch eben kurz die ganzen Erze weg wieder. So. So? Ja, genau so. Ach, ich muss halt zu dir aufs Schiff. Genau. Ich hätte ja auch noch eine Waffe eben machen können. Wir können auch ein bisschen Kohle gebrauchen. Du bist direkt runter? Nö, ich bin schon auch in unser Loch rein. Ja,
Das hört sich einfach so falsch an. Nein. Wenn ich sagen würde, ich bin in dein Loch rein, so hart es geht, dann würde sich das falsch anhören. Aber so geht. Boah. Oh, Titanium in Asche. So, hier bist du runter, ne? Genau. Oder so. Und dann einfach irgendwo den wahrscheinlichsten Weg, den ich gegangen sein könnte, folgen. Beziehungsweise den eigentlich ignorieren und genau in die andere Richtung gehen. Was meckerst du eigentlich mich an, dass du mich Dingens beneidest? Gravel. Wie? Um den Kiespass du mich beneidet vorhin. Du hast doch selbst hier eine fette Kiesschicht gehabt. Dann bist du nicht da lang gegangen, wo ich lang gegangen bin. Also ich lasse jetzt auch mal hier die ganzen Goldadern, die du übergelassen hast, lasse ich jetzt auch mal über. Guck mal, da bin ich doch schon. Ich habe gar keine Goldadern übergelassen. Doch. Nein. Richtig dicke sogar. Nein, dann bist du immer nur einen anderen Weg gegangen als ich. Ich finde das so schön, dass es jetzt auch kleine Versionen von den Monstern gibt. Ist seine Rüstung hässlich? Ja. Aber ich wollte sie dir wenigstens mal gezeigt haben. Ja. Hast du. So. So. Dö. Und jetzt setze ich den alten Helm wieder auf. Und ist noch hässlicher. Nö. Ja, ich finde schon. Dabei habe ich dir auch so eine schöne Mütze gekraftet. Die liegt irgendwo bei dir. Oh. Ja, Marmor. Dann würde ich mal behaupten, wir sagen an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir buddeln dann mal nächste Runde weiter. Genau. Und bis dahin sagen wir euch Tschüss. Bye bye.